Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem ja, neuen Projekt mit altbekanntem, soll ich sagen, Titelbildschirm. Ja, Outlast steht wieder an. Ich glaube nicht, was ich hier mache. Ich bin so gespannt auf die Geschichte. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich weiß, ich werde mich wieder anstellen wie der letzte Depp, aber ich will die Geschichte wissen. Ehrlich, ich will wissen, wie es im DLC weitergeht. Ja, darum dachte ich mir, ich beginne nach Turok, ne? Das Ene Mene Mu quasi hat sich für Outlast entschieden und ja, ich würde gern das Whistleblower probieren. Es soll grauenvoll sein, es soll noch schlimmer sein als das ursprüngliche, also das Outlast selbst. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wir haben hier schon mal reingeschnuppert am Anfang, weil ich nicht gewusst habe, ob das jetzt das DLC mit dem Outlast, also mit, ja, mit dem Spiel selbst zusammenhängt, ob man das in einem durchspielen kann. Aber nein, es sind zwei verschiedene Personen, um die es sich hier handeln tut, anscheinend. Also in Outlast haben wir den Journalisten gespielt, derjenige, der eine mysteriöse Nachricht bekommen hat und das Irrenhaus untersuchen sollte. Und bei Whistleblower scheinen wir den zu spielen, der die Nachricht verfasst hat. Ich würde sagen, wir fangen doch gleich mal an. Ich werde natürlich den Schwierigkeitsgrad normal nehmen. Ich werde ganz bestimmt weder schwer, Albtraum noch Wahnsinn nehmen, auch wenn ich bekannt bin für meinen Wahnsinn. Aber normal reicht. Das ist für euch auch in Ordnung, glaubt's mir. Dann müsst ihr nicht so viel mit mir mitleiden. Ja, oder mehr leiden als ich. So, durch meine Fails. Jo. Also, normal. Und dann gehen wir es mal an, ne? Ich werde auch wieder bewusst die Kamera weglassen, weil schon bei Outlast hatte ich ja das Problem mit der Kamera, dass da irgendwie das Spiel die Kamera nicht mag. Und ich werde auch hier auf die Kamera verzichten. Es tut mir wahnsinnig leid, es ist dadurch weniger spannend, aber ja, ich möchte das Spiel möglichst ohne Unterbrechungen durchführen. Okay, servus. Ja, wir werden weggetragen. Oder irgendwo hingetragen. Au. We don't have to wake up, but open your eyes. Ja, sind offen. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Bah, ich. Ach, hör auf. Oh, ich hasse sowas. Oh. You getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do we hope? They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. The war rider. Okay, 2 Stunden vorher. Ja. Okay. Sie kennen mich nicht. Warte mal. Achso, Anonymous, genau. Miles Supurge. Schimmel.com. Warte, warte, warte. Sie kennen mich nicht. Ja, ihr kennt mich auch nicht. Auf jeden Fall, den Text haben wir schon im 1 gespielt. Ja, es ist natürlich wieder ein bisschen unheimlich. Er ist nervös. Okay. Okay, drücke linke Maustaste, um die E-Mail zu senden. Warte kurz, jetzt können wir es endlich lesen. Ja, geschickt wird's vom, also wir sind der Anonymous. Ihr könnt euch erinnern auf dem Zettel, den unser armer, mittlerweile verstorbener Journalist gehabt hat. Wir sind milesubsher@gmail.com. Also nein, Entschuldigung, an dem wir es schicken. So war das. Es handelt sich um einen Tipp, illegale Aktivitäten bei Murkoff Physicians Systems. Physicians Systems, verstehst?
Ja. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Murkoff Psychiatrics. Ich hoffe, ich spreche das Psychiatric Systems so, ne? In Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal an die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln was von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Der Warrider. Leute kommen zu Schaden. Und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und der eine Mann, ne? Dieser eine Doktor da, den ich immer vergesse, wie der heißt. Ihr wisst schon, ne? Der glatzkopfige Typ da im Rollstuhl. Drücke linke Maustaste, um die E-Mail zu versenden. Na bitte. Reiten wir in die Scheiße. Wer ist da? Was zum Teufel geht hier vor? Wieso lese ich das vor? Entschuldigung. Die Nerven sind schon wieder da. Speichert. Boah, Alter, Alter. Ein Kaffee. Oh, Gottchen. Wir haben, glaube ich, haben wir schon irgendwas? Kamera haben wir noch nicht. Okay. Park? They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Jawohl, neues Ziel. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Ich brauchte mal etwas Ruhe. Ich weiß, meine Frau, die will sich von mir scheiden lassen, weißt du, und Waylon Park. Okay. Ah, da sind wir. Wir sind schon im Berg. Wo wir aufgehört haben, fangen wir jetzt an. Ist doch super. Na, was, meine Frau, ne? Und so, stell dir mal vor, meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Du hast komische Augen. Ist das gesund? Schaut aus. Oder auch nicht. Naja, jedenfalls, ich brauchte mal ein paar Minuten für mich allein. Gut. Was haben wir da? Können wir das schon aufmachen? Nope. Ja. Laufen geht gleich wie sonst. Was? Ihr entwickelt sie lauter Scheiße, so schaut's aus. I'm worried about losing anti-apoptotics. 190 isn't bad. The doctor was predicting assembly by 150. We're not being given enough information to trust Wernicke's predictions. He's been right so far. I just want to know we're inventing something other than shiny new cancers. So, haben die jetzt nochmal dasselbe gesagt, oder was, ne? Ja, ja. Gut, dann gehen wir weiter. So, bitte, ich bin hier durch. Vielen Dank. Servus. Ja. Why weren't you answering the page? I'll tell her you're incoming. Bitte, das wär's ja nicht. Ja, Candy Crush zockt er. Dann World of Warcraft. Und dann tut er so, als wenn er arbeiten würde, ne? Der Mistfink. Servus. Mei, da leben sie noch alle, ne? Wenn's denkst, vor 2 Stunden. Alter, unser... Wie soll ich sagen? Die Spielfigur aus dem ersten Teil liest das jetzt wahrscheinlich gerade. Und macht sich dann Kopf und kommt dann hier. Alter. Wernix, genau, so hieß er. That sounds alright. I didn't think I'd miss you this much. The patients start to realize they haven't seen a woman or a child in shit, years now, right? How long's it been since you've seen Jane? 3 weeks now? That's nothing. You're serious? Sure. You got a girlfriend or somebody? I'm married. How long since you've seen her? Honestly, I'm not even sure. Sehr super. Toll. Aber das, wenn ihr wüsstet, würdet ihr sofort zu eurer Frau nach Hause laufen. Das sage ich euch. Servus. Ja, ich bin hier schon unterwegs. Aha. Okay, wir können auf den Steigen. Servus. Thank you.
Alter, Quatsch, 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 Quatsch. Da leben sie noch alle. We've got Gluskin out of his cell. Page him again. We need this Park guy in here now. Tell him he's got 15 seconds to keep his job. Christ. Okay. Ich habe keine Ahnung, Kamera oder so werden wir hier wahrscheinlich gar nicht haben. Ich denke mal, dass man beim DLC einfach so durchlaufen darf, denke ich mal. Servus. Da trinkt auch schön Kaffee. Jo. Okay, laufen. Darf ich hier nicht momentan. Kriechen auch nicht. Servus. Grüß euch. Jo. Okay, da ist sonst nichts. Ich gehe einfach mal da runter. Ich denke mal, dass ich hier soll, oder? Hallo? Da drüben dann. Darf ich auch nicht? Was ist denn jetzt los? Hallo? Super! Ich kenne mich da prima. Ah! Ach so, hier gehöre ich hin. Okay. Wie mache ich das? Park. Ach so. Final. Ja. Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? So wurde der Warrider erschaffen, wahrscheinlich mit erschaffen. Okay, Mr. Park? Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck yeah, me, yeah. They're bringing him in. Da ist er. No, not a daisy. No, no! Calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4. 3. Arterial spin labeling is back online. Good. Positioning imaging, please. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Geh zurück in dein Büro. You're done oh here, mein Mr. Park. Gott, so ist das passiert, ja? Klar. Alter Scheiße. So, zurück. Büro, ich bin total. Ich bin ein bisschen durcheinander gerade. Okay, wir haben mitgeholfen, den armen Kerl da rein. Alter Schwede, wir haben mitgeholfen, den Warrider zu erschaffen. Um Gottes Willen. Was haben wir getan, bitte? Was haben wir getan? Oh mein Gott, aber ich glaube, wir haben dafür auch bezahlt. Keine Ahnung, was aus uns geworden ist mit der Figur hier, aber ich glaube, nichts gescheit. Oh mein Gottchen. Ist das hier mein Büro? Ich hoffe doch. Alter Scheiße. Down! Hands where I can see him! Was hat er denn? Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact. That was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland.
The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Oh, God, this one. Das fängt schon super an. Großartig. Ich freue mich. Was zur Hölle? Eine Kamera. Eine Kamera, komm her. Okay, der Warrider ist gerade links von uns, sonst wird er uns gleich schnappen. Wir haben einen Eintrag bekommen. Na dann. Oh, Entschuldigung. Notizen. Sollte ich sterben? Alter Schwede, es geht schon wieder los. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen. Oder Wochen? Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Oh, er hat eine Frau, Freundin, wie auch immer. Ja, natürlich die Frau, ne, wie wir gesagt haben, die sich scheiden lassen will. Das war nur ein Spaß, ne? Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Jetzt will die Lisa auch damit reinreiten. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Ob das die kaputte Kamera ist, die... Na, es wird unsere gewesen sein, oder? Unsere eigene vom ersten Teil. Naja, Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab's sowas von verkackt. Oh ja, hast du. Ich Lisa. Ach so, und dann ist die Lisa mit dem Auszug. Dann hat er die E-Mail an Lisa geschickt und sie ist damit zum Journalisten. I'll open you up. Open you up and show you. Alter, leck mich doch am allerwertesten. Entschuldigung, das macht er wahrscheinlich wirklich. Ich wollte die Kamera ausmachen. Ich bin schon wieder leicht nervös. Wie geht's? Irgendwas für uns Batterien oder so? Ja. Da haben wir schon eine. Alter, ist das mein Herz, was da so schlägt? Kumpel, mit dir alles okay? Hier scheint keine Batterie zu sein, ne? Na dann. Gehen wir's an, oder? Oh, um Gottes Willen. You! No observers! Come in! Nein! Tu ich nicht! Ich komme hier sicher nicht rein. Nein, ich will nicht. Was haben wir da? Ein Klo. Was haben wir da? Klo. Ja, noch mehr Klo. Ich suche eine Batterie, weißt du? Ich suche noch mehr Batterien. Wir brauchen wieder viele, viele, viele Batterien. Das weiß ich jetzt schon. Ich will da aber nicht rein, meine Herren.
ich habe Termine. Richtig, ich habe Termine und ich muss die einhalten. Ja. Scheint da wohl weiter umzugehen. War das jetzt schlau, was ich gemacht habe? Ja, war schlau. Wir haben eine Batterie gefunden. Das ist ein bisschen schier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aha, die ist zu. Okay. Okay, Sicherheitspersonal noch. Die paar, die noch überlebt haben, sozusagen. Na, großartig. Das ist alles so super. Kann ich hier durch? Nö. Das heißt, ich muss dann wohl hier rein. Hallo! Komm to join our therapy session. Here, take the blade. Get around with our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now! Get the fuck out of here before I change my mind. Jawohl, mach mal. Darf ich hier durch? Geht das hier? Nein? Nein? Ah, hier. Ich bedanke mich für die Freundlichkeit. Das heißt, ich kann nur hier raus. Okay. Batterie ist hier soweit. Niemand, also keine mehr. Okay. Entschuldigt bitte die Störung. Tschüss. Oh, Gottes Willen. Wow. Alter! Komm zurück! Komm ich hier irgendwie weg? Glaube ich nicht, oder? Nö. Alter. Ah doch, hier oben geht's raus. Ich dachte schon. Caramba. Und das geht schon wieder los. We get out of here through reception and then Merc Tactical clean it up. If they get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try to radio outside for help. I'm gonna give you a whole new supplement. Are you threatening me? Yes. Schöne Aussichten. Wir werden aber Hilfe holen. Da kannst du machen, was du willst, du Watschka. So. Krappel, krappel. Bin gespannt, ob unser Typ hier auch Körperteile verlieren wird. Habe ich gleich gesagt, ich bin gespannt. Na, bin ich nicht. Ich bin nicht gespannt drauf. So, wir sind wieder hier. In irgendeinem Darkroom. Leider. Aha. Gespeichert. Das ist schön. Servus, du armer Kerl. Hast du hier zufälligerweise eine Batterie für mich? Schaut nicht so aus, ne? Nein, da müssen wir hier. Machen wir die Kamera aus. Ah, geht die schon. Okay. Der Schwede. So, dann gehen wir's an. Servus. Willst du auch hier raus? Schau mal. Tada. Kannst auch mit, wenn du möchtest. Können wir zu zweit gehen?
Ist sicher lustiger. Ah, der will lieber alleine sein in seinem Darkroom. So, das ist wieder ein potenzieller Platz, um eine Batterie zu verstecken. Aber ich glaube, so schnell werden wir keine zweite kriegen. Der Anfang ist immer etwas schwierig, ne, denke ich mal. Also schön sparen. Wallrider. Ich habe keine Ahnung, wohin. Please, I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I was... I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Jo, gern. Uh-oh. No, no! Stop it! Stop! Doctor! Liar! Ich glaube, das war nicht so schlau. Ja. Ich glaube, das war gerade nicht so toll. Oh mein Gott. Okay, da geht nichts, wir jetzt nicht weiter. Okay. Ach du Heilige. So, gut. Ah, wie schön. So, Batterie, yeah. Ich glaube, der braucht sie nicht mehr. So, lala. Vielleicht hier noch rüberschauen. Vielleicht haben wir Glück und hier liegt auch noch eine Batterie. Nein, leider nicht. Tada. Was haben wir da? Ein Bildschirm. Noch kein Ordner gefunden. Nein. Exit, bitte. Du brauchst doch nur die Scheibe einzuschlagen und das Holz rauszureißen und schon sind wir draußen. Naja. Oh, schau mal. Ein Dokument. Gesammelte Dokumente J werden in deinem Notizblock mit so und so, Tab und so weiter hinzugefügt. Waylon Parks Rücktritt. Ach so, davon wusste ich gar nichts. Von Jay Blair at mercofcorp.us.com an h.grant at mercofcorp.us.com. Betreff Rücktritt aufgrund mangelnder Gesundheit. Ja, das trifft's aber. CC88208. Mrs. Grant. Es ist möglich, dass Sie in den nächsten Wochen von einer Mrs. Lisa Park aus Lethil, sag mal so, Colorado, kontaktiert werden. Ich glaube, das heißt CO, ne? Colorado? Ich hoffe. Kontaktiert werden. Welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung Ihres Ehemanns Waylon bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park, vorheriger Beratervertrag 8208 trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Mrs. Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Information mitgeteilt. Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Merck of Psychiatric zu großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Mrs. Park hatte einige weniger freundliche Worte über mich und über die Merck of Corporation zu sagen und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht, die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten könne, würde dann allerdings aufgedeckt,
dass er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zurückgetreten sei, dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. Mit freundlichen Grüßen. Jeremy Blair. Arschloch. Er hat die falsche Unterschrift drunter gesetzt. Da müsste Arschloch stehen. Habe ich schon gesagt, dass da Arschloch stehen müsste? So, was machen wir jetzt? Hier geht's nicht raus. Zu meiner... Kacke. Ja, dann fürchte ich. Hier geht's ja auch nicht weiter, hier ist ja auch nichts. Dann fürchte ich, wir müssen hier zurück. Vielleicht geht's dann doch hier weiter. Und ich sehe es nur nicht. Nö, oder? Das hilft mir jetzt auch nichts. Ne. Batterie sparen. Hä? Nein, nicht die Kamera. Die brauchen wir nicht. Okay, es muss hier weitergehen. Es muss hier weitergehen. Aber warum darf ich nicht durch? Bin ich einfach nur zu doof? Ja. Ja, Zuki. Ja. Du hast es erfasst. Es muss irgendwie gehen, oder? Kann ich mich da durchzwängen? Nö, gibt's nichts zum Durchzwängen, das ist ja alles Glas. So, jetzt stehe ich wieder mal voll sauber an. Das ist natürlich nicht so toll. Gibt's hier irgendwo... Geht's hier rauf? Ah! Jetzt wieder ein Schuh draus. Hüpf. Speichert. Sauber. Warte, da ist doch gerade Speichern tut und wir haben eigentlich eh Licht. Warte mal ganz kurz. Okay, der Part ist zu Ende. Ihr Lieben, wir belassen es mal einfach so, wie wir hier gerade sein tun und machen im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Hoffe sehr, dass euch das Projekt hier gefällt. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!